Jo, willkommen zu der längst überfälligen Fortsetzung von Extermination Day Realism Tactical. Ja, allerdings kommt jetzt ein Level, da hatte ich ja schon angekündigt, das wird verdammt schwer. Deswegen seid schon mal vorgewarnt, ich werde in dem Level extrem häufig speichern. Einfach, also zumindest jetzt am Anfang, wo erstmal die ganzen Leute da in dem Wald rumstehen. In den Gebüschen. Weil ansonsten, das wird definitiv nichts auf Realism Tactical Mode, wenn ich da anfange zu versuchen, ohne Speichern da durchzukommen. So hoch sind meine Skills doch noch nicht. Von daher hoffe ich, man möge mir verzeihen. Ernsthaft jetzt. Yeah. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt direkt durch eine Falle sterbe, aber gut. Man lernt ja nie aus. Hier nach oder was? Ja. God. Mm.
Geht doch. Meine Fresse. Eigentlich ist es bloß das eine Level, was hier so extrem schön ist. Soweit ich weiß. Also ich hoffe, ist es gerade. Was? Oh. Was? Verbrennt ein Baum. Ah, super. Ich hatte jetzt gerade erst bei Speedruns aufgenommen. Ich wollte jetzt nicht schon wieder eine Special-Folge aufnehmen, weil ich ja einfach aufgrund meines langsamen Manövers hier erstmal 3 Stunden brauche. Alter Schwede, ey. Oh, da kommt schon wieder die Vollidioten. Von wo denn? Also von wo weiß ich, aber von wo genau. Müssen wir alle schon rauslocken? Keine. Ich glaube, wir sind dichter drin. Was? Oh, Alter, ich war noch 50 Meter von dem Ding entfernt. Wow, hab doch mal einen Schaden bekommen. Wow. Und Achtung, das Bildchen. Da ist noch einer. Ach komm, ich hab dich doch gesehen. Wo bist du denn jetzt? Aber bei hier zu speichern ist auch echt dumm. Weil durch die Flamme sehe ich nicht, wenn der Feuerbälle ankommt.
Weil Gelb auf Gelb ist jetzt nicht gerade der Kontrast, den man sich als, ja, erhofft. Ach wow, dahin? Alter, ey. Hinter dem fucking Berg, wie soll man denn? Ich sehe den Berg nicht mal. Wo geht denn der? Nee, das ist noch Baum. Alter. Oh, ey, ich sehe gar nichts. Doch, bis dahin. Oh, John schießt doch nicht. Ach du Kacke. Oh, ja, das war klar. Das war klar. Das musste genau so passieren. Aber ich hab ihn noch gerade. Habe ich nicht getroffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist? Hallo? Ach Gott, schon. Eben bist du auch wieder am Start? Oder? Oh nö, eine scheiß Spinne. Uah. Ja, die Spinne, die wird richtig spaßig. Oh Gott. Jawoll! Geil, gleich mal speichern. Hoffentlich geht das mit der Spinne genauso leicht. Da war eine Falle. Oha, der ist ja schon direkt rein. Was habe ich denn gerade Schaden bekommen? Ah, wer weiß das schon. Ja. Oh Gott. Der Bereich ist spaßig. Gut, ich gehe jetzt mal hier lang. Ach, solche Viecher. Ah, gut. Die Tasse hier. Fuck, daneben. Hallo? Kann ich da zweimal daneben schießen? Und das könnte noch hängen. Na, leck mich doch am Arsch. Rakete kann ich nicht einsetzen. Oh, Alter, wie soll ich mich überhängen? Ja, ja, klar. Oh, ich geh erstmal raus. Ciao. Oh, Mann. Das ist ein Horrorcore hier. Wir haben eine neue Nachricht.
Mal schnell lesen. Okay. Hättest du mir auch per WhatsApp schreiben können. Na gut, lassen wir das. So. Ja, hier wird es scheiße. Ich bin auch mit Vollbier. Renne genau in diese Kacktasche rein. Oh Gott, da bin ich wieder nichts. Wow. Hallo? Oh, Alter, ernsthaft? Okay, der Weg ist gesperrt. Aufgrund persönlicher Defizite. Bitte nicht hauen. Oh, Alter. Der schießt ja auch was zusammen. Die Frage ist, von welcher Seite nähere ich mich am besten? Gut, da bewegt sich nichts mehr. Gut, das ist eine schlechte Position. Ich gehe also nochmal in meinen Schutzbunker und speichere mal ab. So, was war hier noch mit der Spinne? Kriege ich die von hier aus erledigt oder? Die ist weg. Ach nee, doch, da hinten ist sie. Oh Gott. Ja, die, wow, die trifft doch hier durch. Ah, nee, doch nicht. Fuck. Oh, Alter, Leute. Da sind ja zwei Spinnen. Ich hab schon wieder. Da war ja was. Oh Gott. Na super. Lebt ihr noch? Bald lebt noch. So, ich glaube mal, die eine Spinne haben wir jetzt mittlerweile. Alter, ist das AIDS. So, von wo kriege ich jetzt die anderen ein bisschen abgeschossen, die da noch? Ach, da. Uah. Gut, so ein Schussfeld, sehr schön. Machen wir einen Ausfallschlüssel. Wow.
Natürlich nicht. Schade eigentlich. Gut, erstmal die Imps erledigen. Euch mal selber an. Wow. Bitte nicht stoppen. Das wäre nicht so gut. So, und jetzt komme ich schon brav her. Nicht zickzack, sondern einfach geradezu. Dann kann ich besser zielen. Ah, das war gerade dumm. Welche Taste? Doch. Sehr schön. Wow. Ich hatte gehofft, wir sind keine mehr mit scharfer Munition. Scheinbar zu früh gefreut. Oder zu früh gehofft. Habe ich einen Genossen gehört, den ich nicht hören wollte. Oh mein Gott, er verfolgt mich. Wow, er verfolgt mich ja richtig schnell. Seit wann sind die so schnell? Hier ist doch 30er-Zone, oder nicht? Wow, ich bin mit einem 1,86er. Yeah. So, das versuche ich nicht mal. Hä? Wow. Ich dachte, da war ein Felsen im Weg. Alter, ich kotze gleich im Strahl. Gut, ich stock die erstmal raus. Och, wow, ja, das war natürlich eine scheiß Idee. Ich wollte so schön über diesen Felsen springen, aber da war diese scheiß Dinger noch drauf. Yay. Yeah. Ja, sehr schöne Arbeit geleistet, danke dafür. Wo muss ich jetzt hin? Da. Also, hier kann ich es nicht finden. Ist nicht falsch, aber auch nicht unbedingt die effizienteste Möglichkeit. Wow. Komm hier. Danke dafür. So, ist noch ein Imp? Nein, kein Imp, kein gar nichts. Gut, ich glaube, damit haben wir schon mal den schwierigsten Bereiche abgearbeitet. Ist gar nicht so schlecht. Ach, ist das schon die Uhr mit der Uhr? Ha! Lol! 15 Minuten spielen wir schon. War, wobei die sich immer wieder zurückstellt, wenn wir, also, die berücksichtigt nicht, dass... Also, das ist praktisch die Ingame-Zeit.
die praktisch auch immer mit gespeichert wird. Heißt also, die gilt nur dann, wenn ich nie neu lade. Ansonsten wird sie halt immer verfälscht. Wow. Hello, Motherfucker. War das gut? Nein. Jawohl, geht doch. Wow. Aber die Typen nerven. Oh. Meckerst du jetzt rum, weil ich gerade deine Beute umgebracht habe, oder was? Ah, ja, komm mal her. Wow. Ja, ich komme an ihn ran. Was? Was war das? Achso, okay. Plus normal mit einer Pistole oder mit einer Rifle oder so ein Scheiß. Oh, mit der Shotgun? Die klingt doch aber anders. Okay. Mir fällt gerade einer hinten, ist ja dieses komische Revenant oder Los. Nicht Los Souls hier, Archweil, aber glaube, was Revenant? Ja, warten wir mal denn. Wir sind am Arsch. Ich speichere mal kurz. War das denn schon hier? Geschmeidig besiegt. So, wen hast du jetzt aufgeweckt? Das klingt wie ein Imp. Oder ist er noch ein Archer von Barischen? Ist wirklich bloß ein Imp. Das geht ja noch. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Bereich die ganzen Viecher hier spawnen. Das war, glaube ich, sobald ich mich dem blauen Schlüssel nähere. Noch ein paar Lost Souls. Ah! Oh! Hier muss ich ducken. Aber interessant. Werde ich mir hoffentlich merken. Leider kann man ja auf so einer Map keine Markierungen setzen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Okay. Gut, jetzt kommt der schwierige Teil. Ich hoffe, ich überlebe das. So. Ja, komm hier. War zwar nicht das, was ich jetzt gerade primär gesucht habe, aber gut. Ja, kommt ihr beide. Wow, nicht zu nah ran. Und ihr beide. Jawohl. Spawnt ihr schon was? Nee, ne? Speichern wir aber auch nochmal. Gehen wir mal hier rein. Oh, auch sehr gerne. Ah, genau. Hier war das mit dem blauen Schlüssel. Genau. Den Raum darf ich nicht betreten. Hier war noch gerade schon. Achso, ja, eben, da bin ich ja jetzt sowieso hier. Ja. Aha, sobald ich den Raum betrete, kommen die alle. Das ist Bullshit. Wow! Digga, first try! Okay, vielleicht doch ein bisschen Katastrophe. Alter, na jetzt wird aber häufig speichern hier. Digga, warum kommt jetzt schon her? Raus. Ich bin mal weg.
bin aber schon etwas länger in Japan. Hoffentlich kommen noch hoffentlich kommen da nicht auch Hit-Warner. Bisher kommen wir nur relativ, ich sag jetzt mal, harmlose Gegner. Aua. Ja, ja, das war, wo ich die gerade belegt habe, ne? Ja. Man darf keine Imps unterschätzen. Oh Mann, Alter. Oh. Komm her. War zwar riskant, hat aber funktioniert. Sehr schön. Digga, da ist von immer noch welche rein. Wow, 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 wow. Alter, ich bin mir gerade ein bisschen hier zu offen. Vor allem, wieder immer wieder welche reingespawnt sind. Wie lange spawnen die denn? Aber gut, scheinbar haben wir die erste große Welle überstanden. Das ist schon mal gar nicht mehr so schnell. Wow, 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 wow. Hey, Jungs, bleibt mal bitte ruhig. Okay. Oha. Ja, ja, sind schon ein paar. Vielleicht kriegt der Gegner aufgehetzt. Was ich hier mache, ist echt sehr riskant. Oh, der Shane-Garner hat sich wohl scheinbar mit dem Kakodemon angelegt. Das war nicht gesund für ihn. Und jetzt hat sich gerade der nächste mit dem Kakodemon angelegt. Also der ist auch noch ein Shane-Garner. Oder ist einfach nur vom Steg runtergefallen. Kann natürlich auch sein. Der Kakodemon ist scheinbar beschäftigt. Kann ich mich um den kümmern? Wow. Ich dachte, du bist beschäftigt, Junge. Wow, wow, wow. Ich geh mal ein bisschen über den hier. Wow, der Speichern war ja auch echt schneller. Okay, ich hab's nicht bereut. Zum Glück. Komm, ich mache jetzt mal hier keinen Fernangriff. Oder auch nicht. Oder doch. Man braucht bei der normalen Schrotflinte zum Glück auch nur 3 Schüsse, wenn man relativ nah dran steht. Es ist also nicht so eine große Verschwendung. So, was sind da jetzt noch für Gegner? Ich sehe noch 2 von diesen Hell Knights. Und mehr nicht. Was ist das damit zu tun oder was? Okay. Ich traue mich mal ein bisschen heran. Ich hoffe, es ist nicht der größte Fehler, den ich machen kann. Boah. Wäre es beinahe geworden. Alter Schwede. So, sind es hier noch hinten irgendwelche Gegner gespawnt? Sieht erstmal ruhig aus. Oh doch. Scheint soweit gewesen zu sein. Gut, dann sammle ich mal die ganzen Miniguns ein, die hier rumliegen. Wenn hier welche rumliegen. Ja, das ist noch ein Minigun. Sehr schön. Gut. Dann werden wir uns jetzt also für die nächste Stelle erstmal hier auf die Schrotflinte verlassen müssen. Davon haben wir derzeit. Nee, von der haben wir am wenigsten. Von der haben wir hier sehr viel. Gut, dann nehme ich doch hier. Beziehungsweise kann auch die Pistole nehmen. Also hier die Uzi. Also halt Kleinkaliberwaffen. Gut, dann fehlt uns jetzt eigentlich bloß noch. Da. Ach nee, halt. Wir müssen erstmal den blauen Schuh. Nein. Oh Gott, da war ja was. Ja, sobald wir reingehen, wo denn jetzt nochmal? Sobald wir da reingehen, spawnen wieder überall Gegner. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ah, ich hab sowas von keinen Bock mehr.
So, die Frage ist, wann spawnen die? Sind schon gespawnt. Da hinten habe ich gerade einen gesehen. Da. Ja, sind bereits alle gespawnt. Na wow. Gut, wisst ihr was? Kommt mal alle her. Speicher ich? Ja, komm, hallo. Ich hab das Wissen schon mal alles hinhergelockt. Ah, na, du gefällst mir richtig hier. Ja, komm mal her. Aua! Wieso schießt denn der? Ich dachte, wenn man ihn trifft, schießt er nicht mehr. Oder hat er schon vorher geschossen? Ja, der fliegt schon die ganze Zeit. Wow. Ja, komm, wirklich alle wieder schon. Ich wollte gerade schon fragen, wann der Alte stirbt. Ist ja... Da ist ja noch so ein Archertron. So, auch noch zwei! Was? Aber wo denn? Okay, den hätten wir. Nein, nein, nein. Boah, Digga, ich muss hier weg. Das war mir gerade ein bisschen schweigend. Oh Gott, Alter, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt so schön, es ist gerade mal 8:30. Alter, gut, zum Glück klappt das ja relativ gut. Gamma. Schweig. Ich hoffe, das klappt immer noch, dass man das in der Aufnahme nicht sieht mit dem Gamma. Oh, Alter, die kommen direkt zu mir. Ach du Scheiße. Gut, dann nehme ich gleich mal die hier und versuche die schnellstmöglich zu eliminieren. Das ist mir sehr elementar. Klappt nicht. Klappt er doch. Das war doch mal eine geile Aktion hier. Okay. Waren das jetzt alle, die mittlerweile gespawnt sind, oder? Nein, natürlich nicht. Wie konnte ich auch nur fragen? Ist doch klar, dass wir noch 20 weitere gespawnt sind. Ich höre noch mehr. Da. What the fuck is going on? Och nee, nicht im hellen Eid, liegt da runter. Oh nein, ich höre nur von Archertron. Das gibt's doch gar nicht, wie viel gibt's denn davon? Archertron? Hallo? Wo bist du? Oh Gott, das ist noch ein Archertron. Ah, danke. Lol, wenn man ganz nah rangeht, reicht doch ein Schuss. Wobei, der war schon gedamaged. Der hatte, glaube ich, nur noch 300 oder sowas von 400. Okay, also wir haben eine blaue Perle und wir haben eine blaue Rüstung. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das muss ich mir merken, dann können wir das Level doch relativ sicher verlassen. Selbst wenn wir hier viel Damage einkassieren. Was ist jetzt so, oder sind jetzt hier nur noch welche gespawnt? Es scheint so etwas erstmal gewesen zu sein.
Na gut, dann dauert es vielleicht doch nicht so abartig lange, sondern nur so ein bisschen abartig lange. 28, das dauert also bisher weniger als eine Stunde, so grob geschätzt. Na, kann ich ja doch wieder zwei Folgen raushauen. Gut, hier waren auch noch ein paar versteckte Leute. Da oben zum Beispiel ist einer. Zwei. Diese Gebüsche geben mir sowas von auf die Eier. Ja, die können eiskalt der Minigun ab. Ich glaub's nicht. Nee, das muss man normal machen. Das geht ja hier so gar nicht, ne? Nein, die knallen schon. Das wird so nichts. Ich muss die irgendwie schaffen, voll zu eliminieren. Habe ich es geschafft? Ich hab ihn doch ge... Ernsthaft? Er hat doch gerade eben noch gelebt, als ich den Typen gerade erschossen hatte. Naja, was soll's. Hä? Ja. Hä? Ich war doch in dem Raum, habe ich den Schlüssel da nicht eingesammelt? Bin ich jetzt komplett Kiri? Das ist so behindert, dass die Typen einfach erschossen haben, ey. Oh Mann, ey. Immer diese gleiche unfaire Kacke. Wo ging's denn jetzt rein? Ich muss noch weiter in die Richtung. Okay, da. Wow. Ich hab beinahe reingefallen. Aber auch nur beinahe. Was? Alter! Wow. Jawohl. Okay. Jetzt überlegen, wie weit es am dümmsten. Ich nehme am besten doch die hier. Mit der Minigun, klar. Oh, Alter. Wieso schockert das hier so? Hallo? Hallo? Warte mal ganz kurz. Ist gerade hier mein... Ja, okay. Ja, ein bisschen warten. Dürfte gleich wieder weg sein. Und schon stoppt es nicht mehr. Wow. Wow. Wo ist das Ding hier? Da hinten. Okay, bis hier kann ich also strafen. Ja, stirb halt. Meine Fresse. So,
die hätte ich dann schon mal. Einer müsste noch leben oder der ist schon anderweitig gestorben. Ja, der ist dann tatsächlich schon anderweitig gestorben. Das ist interessant. So, hier ist wieder... Ja, wow, ich werde mich damit wieder so in den Arsch schießen. Achso. Ich hatte trotzdem... Ich stand 50 Meter von dem Ding entfernt. Also von der Wand. Oh Gott. So, vielleicht recht. Ah ne, hier ist auch wieder... So, jetzt. Jawoll, geht doch. Meine Fresse. Ach, schau mal an, da ist ja auch noch. Stimmt ja, da war ja Megasphere. Cool, da kann ich mir auf jeden Fall schon die blaue Rüstung holen. Die brauche ich dann definitiv nicht mehr. Die blaue Kugel bringt es eigentlich nicht, weil... Ja, ich habe bereits 180, das wäre komplett verschwunden. Und selbst wenn ich sie nicht mehr brauche, mag ich keine kompletten Verschwendungen. Ne? Von daher, was nicht sein muss, muss nicht sein. Aber die hole ich mir gerne nochmal, zumal hier auch Munition ist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh komm. Oh, fuck off. Why not? So, jetzt habe ich wieder relativ gute Werte, was so mein Lebensstandard angeht. Und dann würde ich mal sagen, geht jetzt in die letzte Phase des Levels, dann sind wir doch schon relativ schnell durch. Das gefällt mir tatsächlich relativ gut. Muss ich mal so sagen. Das Problem ist, jetzt kommt auch, glaube ich, dieser extrem starke Gegner, der auch bei der Portal-Map hinten am Ende zweimal war. Und wie ich den jetzt hier umbringen soll, ich habe absolut keine Ahnung. Von daher werde ich auf jeden Fall erstmal richtig schön speichern. Klar, da oben ist nichts mehr. Aber wobei, da sind ein paar Leichen. Vielleicht kriegen die, kriegt man die Arme. Ja klar. Geht er den nicht? Geht den auch nicht? Geht den auch nicht. Und hier ist noch keine Piste mit bei. Ah gut, damit kannst du auch nichts. Gut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall kommt jetzt der Bereich. Und da würde ich mal sagen, wir stellen uns mal hier hin. Nehmen mal eine hoffentlich geeignete Waffe. Oder ich erledige ihn einfach direkt hier mit. Komm, ganz ehrlich. Nicht so viel rumprobieren. Aua! Wo ist denn der hin? Ist er schon tot? Oh, er ist schon tot. Lol, da hat er mich wieder beim Sterben nochmal getroffen. So richtig schön, so frei nach dem Motto. Hier, siehst du. Kannst mich zwar bezwingen, aber ich tue dir auch nochmal weh. Komm bitte so viel wie möglich hier. Ja, es klappt. Schön aufeinander scheuchen. Hiervon habe ich noch schön viel. Wow, der liegt hängen bei mir. Aber rein oder schlecht. Wow, die sind noch zwei. Na komm her. Missgeburt, du Dämliche. So, jetzt war es glaube ich so, dass sobald ich in den Schalter drücke, da nochmal welche spawnen, richtig? Wie spawnt da keiner? Hä? Der Schalter war doch eine Falle, oder nicht? Oder nicht? Oh, scheinbar nicht. Gut. Okay. Dann sollte es das jetzt gewesen sein. Ja, Level Ende würde ich mal sagen. Es fehlen noch 7 Gegner. Hm, whatever. Ich suche noch mal ein bisschen nach Munition. Wow. Ich suche noch mal ein bisschen nach Munition. Habe ich jetzt hier die Falle schon gelöst? Nein, natürlich noch nicht. Oh, doch, habe ich.
Gut, ich suche noch mal ein bisschen nach Munition und dann würde ich mal sagen, ja, das war's mit dem Level. Ne? Ich meine, mehr gibt es ja hier an sich erstmal nichts zu tun. Außer noch ins Ziel zu rennen. Wie gesagt, ich würde gerne mit voller Munition ins Ziel rennen. Oder zumindest mit so voller wie möglich Munition ins Ziel rennen. Also man muss ja nicht wirklich übertreiben, aber zum Beispiel war da vorne noch ein Backpack und das würde ich mir doch schon gerne mitnehmen, weil das nicht mitzunehmen wäre echt eine Verschwendung. Oh, siehste, das war doch schon fast alles, hab ich gesagt. Wenn ich jetzt Glück habe, finde ich noch mal ein bisschen hier Shotgun-Munition und da sind wir doch schon quasi glücklich. Mehr brauchen wir doch gar nicht im Leben. Shotgun-Munition. Wo kriege ich jetzt hier, billig Shotgun-Munition her? War hier noch was? Nein, hier war bloß Scharfschützen-Munition. Also hier. Großkalibrige. Was auch immer das alles immer darstellen soll. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses Pist, also Pistol, praktisch für kleinkalibrige Munition allgemein steht und dieses Clip steht praktisch dann für großkalibrige Munition allgemein. Ja gut, also Shotgun-Munition gibt es hier keine mehr. Ich gucke nochmal hier nach. In dem Ding. Und bin wie eh und je enttäuscht, weil hier natürlich keine ist. Nope. Nope. Keine Munition. Die hatten wir auch alles mitgenommen, hier war auch keine mehr, genau. Ja gut, dann würde ich mal sagen, auf ins Ziel. Ist hier noch was? Nein. Okidoki. Nochmal schnell die Megasphäre mitnehmen und dann sind wir fertig mit dem Level. Und dabei nicht die Falle hier auslösen, wenn es geht. Also nicht reinlaufen. So, Megasphere, da bist du. Okay, wir nehmen am besten die Waffe hier auf Anschlag. Und dann... Achso, ist die andere Waffe geladen? Ja, ist geladen. Sehr schön. Gut, shit. Das war's mit dem Level. Ich meine, hier sieht man zumindest relativ viel. Hier sind nicht irgendwelche Sträucher im Weg, aber es ist halt einfach. Man wird halt wieder von so vielen Seiten beschossen. Ah ja. Ah ja. Okay. Ja, in dem Sinne, ne, bis zum nächsten Level. Schau mit.